Auf den Weg in die zweite Bundesliga, da macht sich die Spielvereinigung Unterhaching. Der Plan, in den nächsten Jahren erst aufzusteigen, der könnte sogar schon diese Saison aufgehen. Denn die Hachinger stehen aktuell auf dem Aufstiegsrelegationsplatz. Das heißt, wenn es am Ende der Saison soweit ist, dann könnten sie direkt kämpfen, um die Möglichkeit, in die zweite Liga hochzukommen. In Unterhaching ist das Wort Aufstieg keine Träumerei oder Zukunftsvision mehr. In dieser Saison kann aus der Hoffnung Wirklichkeit werden und der Sprung in die zweite Bundesliga endlich gelingen. Nach dem 23. Spieltag stehen die Hachinger auf einem möglichen Aufstiegsplatz. Als Tabellendritter würde die Spielvereinigung in der Relegation um den Aufstieg in die zweite Liga kämpfen. Besonders wichtig war der Start ins Jahr 2020. In den drei Spielen nach der Winterpause sind die Unterhachinger unbesiegt. Holten mit 2 Siegen und einem Unentschieden 7 von 9 möglichen Punkten. In der Tabelle fehlt der Spielvereinigung Unterhaching nur 1 Punkt auf Position 2. Der 2. Tabellenplatz würde den direkten Aufstieg bedeuten. In dieser Saison scheint alles möglich zu sein. Die Spielvereinigung Unterhaching braucht vielleicht nicht mehr lange vom Aufstieg und der zweiten Bundesliga träumen. Und dann geht auch ein Traum für Niklas Stierling in Erfüllung, der extra deswegen ja nach Unterhaching gekommen ist. Servus, herzlich willkommen, der Mann vom Mittelfeld, der sich anschickt, mit den Hachingern jetzt durchzustarten. Bis in die zweite Liga, Niklas? Ja, wie schon angesprochen, ist der Plan, mittelfristig eigentlich hochzugehen. Ist aktuell ein sehr schönes Standbild, sehr schöne Aufnahme. Wenn es dieses Jahr gelingen sollte, dann nehmen wir es natürlich auch an und werden uns dann auch ausgiebig drüber freuen. Die nächsten Monate, so gerade Februar, März, werden da auch wegweisend sein. Wenn wir da dann immer noch oben mit dabei sind, dann kann man davon ja gerne träumen. Dieses Jahr auch. Du hast einen Kurs in Diplomatie sprechen jetzt gerade noch absolviert, so ganz vorsichtig, behutsam. Aber du schielst schon gern auf die Tabelle. Ich halte es einfach mal so ein bisschen hin. Das ist ja ein schöner Anblick. Platz 3. Es fehlt ein Pünktchen auf Platz 2. Das wäre der direkte Aufstieg. Und es sind nur 4 Punkte auf Platz 1. Also ihr kratzt wirklich ganz, ganz vorn an der ganzen Geschichte dran. Wird so ein bisschen gewispert oder kommt dann der Trainer Klaus Schramm und sagt, Jungs, also dieses Berühmte von Spiel zu Spiel, ihr braucht hier gar nicht groß schauen. Die Punkte, die interessieren jetzt erstmal keinen. Ja, klar, innerhalb der Mannschaft wird ab und zu auch mal drüber gesprochen. Und man merkt auch, dass die Mannschaft daran dieses Jahr glaubt. Und trotzdem, denke ich, wird es wichtig sein, von Spiel zu Spiel zu schauen, weil im Endeffekt bringt es uns nichts, jetzt schon über einen Aufstieg innerhalb der Mannschaft zu sprechen, weil es noch so viele Spiele sind. Und deshalb wäre es gut, wenn wir einfach von Spiel zu Spiel schauen. Aber fällt das schwer? Weil klar, so, ihr habt jetzt 3 Spiele gemacht 2020, 7 Punkte. Jetzt könnte natürlich jeder mal so auf die Idee kommen und sagen, oh, das rechnen wir mal hoch, wenn das so bleibt. Alle 3 Spiele, immer 7 Punkte, dann wo sind wir dann am Ende? Das ist schon, glaube ich, auch so eine verführerische Sache, gell? Dass man im Kopf da vielleicht voraus ist zu dem, was man eigentlich noch mit den Beinen leisten muss. Ja, klar ist es verlockend. Wir sind sehr gut gestartet, jetzt auch wieder in die Rückrunde. Aber trotzdem sollten wir mit dem Kopf auch im Hier und Jetzt sein und nicht in der Zukunft leben. Deshalb, wie gesagt, von Spiel zu Spiel schauen und dann werden wir sehen, was am Ende möglich ist. Und ja, vielleicht klappt es dann dieses Jahr mit dem Aufstieg. Darüber würden uns alle natürlich freuen. Du hast deine Zukunft bewusst in Unterhaching gesucht. Du kommst von RB Leipzig, hast dort auch schon mit den Profis trainiert, hast sogar schon Europa-Qualifikationsspiele mit der Profimannschaft gemacht. Dennoch dann gesagt, nee, ich gehe den Schritt eher Richtung dritte Liga, weil die Konkurrenz so übermäßig dort war. Ich meine, gestern war es das Spiel, Spitzenspiel RB Leipzig gegen FC Bayern. Ja, also. Ja, klar. Also grundlegend ist ja für einen jungen Spieler wichtig zu spielen. Man muss sich entwickeln können und ja, ist ja kein Geheimnis, dass in Leipzig mittlerweile auch ein Top 5 Bundesligist ist. Und ja, da ist es schwer. Ich könnte schon seit ein paar Wochen sagen, Top 1 oder Top 2 jetzt gerade mal wieder. Ja, klar. Und ja, da ist es halt schwer, wenn man gerade aus der Jugend kommt, dann auch Fuß zu fassen. Gerade wenn sie dann oben mitspielen, dann wird es schwer, dass da auch die Jungen da zum Zug kommen. Und deshalb, ja, sucht man dann irgendwie einen anderen Weg. Leipzig hat auch keine U23, was viele andere Vereine haben. Deshalb ja, habe ich mich dafür entschieden, dann einen neuen Weg einzuschlagen. Und ja, Haching, das Konzept hat mir gefallen und auch von der Spielphilosophie her. Und deshalb hat mich das überzeugt, dann hierher zu kommen. Aber das Spiel hast du schon angeguckt, FC Bayern gegen RB Leipzig. Ja, auf jeden Fall, klar. Was sagst du? Es ist ganz, ganz verschieden. Viele sagen mal, ja, war jetzt nicht so toll. Ich fand, es war ein gutes Spiel, weil es eben auch 2 gute Mannschaften waren.
Ja, also ich finde, das Spiel hat zwei Gesichter. In der ersten Halbzeit war ja, Bayern dominanter als Leipzig. Die Leipziger haben nicht wirklich in ihr Spiel gefunden und haben auch Glück, dass die Drangphase von Bayern nicht irgendwie mit einem Tor belohnt wurde. Und in der zweiten Halbzeit dann hat Leipzig zwei Megachancen. Die hättest du gemacht. Ist aber ehrlich. Das ist schwer zu sagen. Einer kann sitzen. Ob ich ihn reingemacht hätte, das steht in den Sternen. Im Normalfall muss so eine Situation dann sitzen und dann kannst du ja auch mit so einer ersten Halbzeit in München bestehen und das Spiel gewinnen. Insgesamt fand ich das Spiel auch sehr interessant und ja, habe es natürlich dann auch verfolgt. Spannend. Jetzt machen wir aber wieder von Spiel zu Spiel. Denke, der nächste Gegner ist Viktoria Köln. Das ist jetzt nicht so auf dem Papier der Gegner, wo ich sage, da müsst ihr zittern. Danach mit dem Halleschen FC, FC Bayern 2, Derby quasi hier. Das wären dann schon so vielleicht knackigere Aufgaben. Also so weit guckt ihr dann doch schon, dass ihr sagt, die nächsten 2, 3 Spiele? Ja, also klar, die Spiele, die unmittelbar bevorstehen, da schaut man sich schon mal um, wie man da bestehen kann. Aber ich würde jetzt auch nicht wirklich Viktoria Köln irgendwie unterschätzen. Wir haben uns dort auch extrem schwer getan. Ist auch ein guter Gegner. Da müssen wir auch erstmal unsere Aufgaben machen. Und dann in Halle wird es auch eine schwere Partie. Halle ist normalerweise auch, hat jetzt in den letzten Spielen ein bisschen gewackelt und ein paar Punkte gelassen, aber eigentlich auch ein Top-Favorit um den Aufstieg. Wird auch ein sehr spannendes Spiel und dann auch gegen die Bayern, die aktuell super drauf sind. 3 Spiele, 3 Siege. Das werden auf jeden Fall 3 schwere Spiele und auch nach den Spielen wird man dann sehen, wo man dann am Ende stehen kann. Für dich ist sowieso ein bisschen Umgewöhnungszeit wahrscheinlich immer noch, obwohl du seit dem Sommer vergangenen Jahres hier bist. Stammst aus Mannheim, dann hast du gespielt in Kaiserslautern, dann mal in Leipzig, muss man da noch gucken, vielleicht hast du die Sprache noch mitgenommen. Jetzt hier, wie sieht es aus, so Sprache der Eingeborenen, schon ein bisschen dich bemächtigt des Ganzen? Ja, am Anfang muss ich ganz ehrlich sagen, war es schon schwer, gerade wenn der Präsident Manfred Schwabel mit mir gesprochen hat. Da musste ich schon mal ein paar Mal nachfragen, was er überhaupt gemeint hat. Hast du einen Dolmetscher gebraucht oder was? Nee, aber da musste ich das ein oder andere Mal schon fragen, um was es geht, weil ich es nicht verstanden habe. Ähnlich war es auch in Leipzig, aber man gewöhnt sich dran. Ich finde gerade in den Bundesländern, das macht es auch irgendwo aus. Und man hat es schon dran gewöhnt. Bisher hast du 13 Einsätze bekommen in der dritten Liga, 4 im Toto-Pokal und es stehen jeweils 1 Tor zu Buche. Wie bist du denn so? Bist du einer, der sich ein bisschen zurückhält, mehr so das Verteilen macht? Oder suchst du gern den Abschluss und es klappt momentan einfach bloß noch nicht, dass die Bude fällt? Ja, im Normalfall bin ich schon eher so im defensiven Mittelfeld zu Hause. Das heißt eher, die Bälle zu sichern, die Bälle zu verteilen. Aber ich schalte mich auch gern in die Offensive ein, wenn es der Moment zulässt versucht da auch eine Torgefahr auszustrahlen. Mit einem Tor gegen Jena, mein erstes Drittligator nach dem Standard, ist mir geglückt. Eine Woche danach hatte ich Pech gegen Duisburg, da habe ich nur den Innenpfosten getroffen. Immer mal Torgefahr ausstrahlen, aber normal ist meine Aufgabe eher der defensive Bereich. Muss man einen ausgeben, wenn man das erste Tor schießt so in der Liga? Generell beim neuen Club oder in der Liga, wie ist das? Nee, das nicht. Man wird von vielen beglückwünscht. Man freut sich natürlich auch persönlich darüber, dass man der Mannschaft damit auch helfen konnte. Aber so wirklich einen ausgeben oder so, das gibt es dann innerhalb der Mannschaft nicht. Gibt es irgendeine Mannschaft in der dritten Liga, wo du sagst, da freust du dich jetzt noch am meisten auf die Spiele oder das Spiel gegen die? Ja, gerade, wir spielen ja auch nochmal gegen Waldhof Mannheim. Mannheimer bin ich ja, ich bin dort geboren. Das Spiel wird auf jeden Fall nochmal sehr interessant für mich, aber generell sind alle Drittligaspiele so reizvoll und da fällt es dann schwer, irgendein Spiel rauszupicken, wo man sich extrem drauf freut. Niklas, danke, dass du da warst. Gerne. Weiterhin viel Erfolg für eure Mannschaft und ja, wäre natürlich eine interessante Geschichte zu sehen, ob am Ende der Saison ihr dann direkt hochmarschiert. Oder in der Relegation. Ich muss sagen, ich glaube, euch wäre beides recht. Ja, klar. Nur mal gucken, was rauskommt. Liebe Danke heute für den Besuch.